Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza und herzlich willkommen zu einem weiteren FIFA 21 Taktikvideo hier auf meinem YouTube-Channel. My Friends, heute möchte ich euch einerseits all meine Taktiken, meine aktuellen Taktiken zeigen und andererseits in diesem Video darauf eingehen, wann ich welche Formation in-game spiele, unter welchen Umständen. Denn diese Frage kam extrem häufig, immer wieder unter meinen Taktikvideos, sei es unter meinem aktuellsten Taktikvideo, das ich bisher hatte, beziehungsweise auch dem Raute-Video, immer wieder, wann spielst du jetzt welche Formation? Und darum soll es heute gehen. Bevor wir uns aber reinstürzen, gibt es wie immer bei einem Tutorial ein weiteres Giveaway für euch. Ihr könnt eine 20 Euro PSN Xbox PC Karte gewinnen. Alles was ihr machen müsst, ist mir einmal hier auf YouTube zu folgen. Dann checkt ihr meine Videobeschreibung ab. Dort findet ihr meinen Instagram Account. Folgt mir auf Instagram und kommentiert mein neuestes Foto, was ihr dort seht, mit YT bzw. YouTube, damit ich weiß, ihr seid von hier. Dann eure Wunschkonsole PSN Xbox PC und Hashtag NGU2Glory. Und das Ganze geht bis zum nächsten Tutorial und ihr werdet auf Instagram kontaktiert werden und dann wieder von Beginn an. Viel Erfolg! Also, my friends, ihr seht im Hintergrund jetzt erstmal mein Team. Wie sich dieses Team an sich spielen lässt, was ich von den ganzen Spielern halte, habe ich schon als Feedback in einem Video durchgegeben. Ich markiere es euch hier, falls euch interessiert, was ich von den Spielern halte, beziehungsweise generell Werner oder Aubameyang, wer passt besser in der Spitze, habe ich dort alles beschrieben. Und heute geht es grundsätzlich, wie erwähnt, um die Taktiken. Erstmal, welche Taktiken ich hier habe. Ihr seht einmal hier die 4-4-1-1-Formation, die enge Raute, die 4-2-2 und die 4-3-2-1. Ich habe kurz überlegt, ob ich euch hier nochmal im Detail alles erklären soll, aber ich möchte mich in diesem Video jetzt dann doch tatsächlich nur darauf fokussieren, wann ich welche Formation spiele. Ich kann euch einmal kurz hier die Taktiken zeigen, wie sie hier aussehen. Also während ich hier mal durchseppe, ne, sie sehen prinzipiell alle gleich aus. Also ihr seht, ausgeglichen langer Ball und die Balken, seht ihr alles hier. Nur die letzte Taktik bei der 4-3-2-1 sieht so aus. Die Anweisungen und so weiter und alles im Detail, warum, weshalb, wieso ich das hier so mache. Da bitte ich euch einmal hier drauf zu klicken, auf mein neuestes Taktikvideo, wo alles mit drin ist. Und da findet ihr das alles nämlich dort schon im Detail. Bis auf eine einzige Formation, und zwar die Raute, die habe ich dann nochmal extra erklärt und die habe ich dann nochmal hier hinzugefügt. Aber ich kann sie euch gerne auch hier nochmal verlinken als zweite Formation, also als zweites Video. Schaut euch das nach diesem Video an und dann habt ihr nämlich alles im Detail beschrieben, weil sonst wird das wieder ein viel zu langes Video und wir können uns nicht darauf konzentrieren, was eigentlich hier Thema ist. Alles in allem hat sich auf jeden Fall nichts verändert, also jetzt zu den vorigen Taktiken. Das ist alles genauso geblieben, wie es ist. Verändert sich immer mal wieder etwas, dann kommt natürlich ein neues Video, wo ich euch das ganz genau erkläre. Aber das ist aktuell genau das, was ich hier spiele. Jetzt stellt sich die Frage, Mirza, wann spielst du was? Also ihr wisst ja, Mirza Miyagi ist ein Taktikfuchs, ne? Der hat immer ein gewisses Gefühl dafür, wann welche Formation den Gegner Schaden bringt und wann es ihn unsicher werden lässt. Und da geht es ja vor allem auch darum, wenn ihr in ein Spiel reingeht, dass ihr am Anfang die richtige Formation findet, um den Gegner zu zerstören. Ihr kennt ja die drei Grundschritte des Mirza Miyagi, die drei Grundregeln, ne? Regel Nummer 1, sei wie Wasser. Regel Nummer 2, finde die gegnerische Schwäche und Regel Nummer 3, schlag eiskalt zu. Ich kann euch hier das Video ans Herz legen, was euch extrem weiterbringt. Ne? Das ist dieses Wasservideo, ne? Die neue Miyagi-Offensive, wie ihr halt den Gegner da besiegt. Ich verlinke es euch, schaut es euch unbedingt an, my friends, im Detail. Da werdet ihr sehen, dass ihr euren Gegner damit besiegen könnt und werdet auch. Ne? Pass auf, jetzt einmal ganz kurz. Wie starte ich rein und wann spüre ich, wann soll ich was verändern und was sind so die Impulse? Grundsätzlich habe ich diese Formationen hier auch so aufgeteilt, dass es einfach auch perfekt passt vom Step-by-Step, vom allerersten Gefühl. Nämlich die 4-4-1-1 ist die allererste Formation, die kompakteste Formation, mit der ich reinstarte. Warum die 4-4-1-1? Weil ich da ja noch die Außenverteidiger auf hinten bleiben habe. Das heißt, ich habe eine Viererkette hinten, ich habe zwei Flügelspieler, zwei ZMs und vorne einen ZOM und einen Stürmer. Und das ist die kompakteste und sicherste Formation, um nach vorne zu kommen, my friends. Deswegen starte ich da immer rein und schau mal, wie es so läuft. Gegen viele Gegner funktioniert das immer noch brutal, deswegen ist das immer der erste Step. Und dann, wenn ich ins Game gehe und es läuft, bleibe ich bei der Formation. Dann spiele ich weiter, ne? Und es gibt dann verschiedenste Impulse, die vom Gegner ausgehen kommen, wo ich dann anfange, wie Wasser zu arbeiten. Einerseits der allererste Impuls, also es gibt zwei Grundimpulse bei mir, zwei Grundfeelings. Und zwar Gefühl Nummer 1, wenn ich 25 bis 30 Minuten gespielt habe und ich spüre, okay,
Das funktioniert nicht. Ich komme nicht gut durch, ne? Ich komme nicht gut durch, der Gegner wirkt sicher, ich wirke eher unsicher und vielleicht sogar anfällig hinten in der Defensive. Das ist schon der erste Impuls, die Formation zu ändern. Okay? Nummer 1. Und dann gehe ich von der 4-4-1-1 entweder in die 4-2-2-2 oder in die 4-1-2-1 zur enge Raute. Ne? Der Unterschied ist hier vor allem der Stürmer-Switch von einem Stürmer zu zwei Stürmern. Und grundsätzlich halt, die ist ein bisschen breiter, ne? Und die ist halt enger, logischerweise. Und hier habt ihr halt eben das mit Verteidigung absinken, alles in dem vorigen Taktikvideo erklärt. Je nach Gefühl. Also entweder ist es die 4-2-2-2 oder die enge Raute. In letzter Zeit gerne öfter auch die enge Raute gewesen, aber ich habe gemerkt, dass die 4-2-2-2 schon unglaublich kompakt ist und vor allem eben auch das Flügelspiel und alles drum und dran. Deswegen ist wahrscheinlich jetzt in letzter Zeit ein bisschen auch meine Tendenz, eher auf die 4-2-2-2 zu gehen und dann kann man immer noch herumswitchen, okay? Das ist der erste Impuls, wo ich dann auf die 4-2-2-2 gehe. Ich spüre, ich komme nicht gut durch, der Gegner ist sicher, ich bin nicht in meiner Kraft. Nach 25 bis 30 Minuten, okay? So, der zweite Impuls, wann ich recht früh, vielleicht sogar schon vor der 25. Minute, auf eine zweite Formation ändere, ist, wenn ihr am Anfang spürt, der Gegner setzt euch permanent unter Druck. Okay, ihr spürt, ihr fangt an zu spielen und er pressert euch. Er pressert euch am Flügel, ihr passt auf den Flügelspieler, er ist sofort da. Ihr passt in die Mitte, er ist sofort da und ihr spürt, scheiße, ich verliere gleich den Ball. Dann der Impuls, direkt auf die enge Raute zu gehen. Warum auf die enge Raute? Weil ihr einerseits viele Anspielstationen in der Mitte habt, den ZDM, die zwei ZMs, okay? Und ihr habt die beiden Außenverteidiger, ne, die ja mit nach vorne gehen, weil ihr hier ja in Verteidigung absinken habt und die Außenverteidiger gehen mit, dann könnt ihr schön den Dreieckpass auf den freien Raum spielen. Ihr habt viel, viel mehr Raum. Glaubt mir, das ist hier besser aufgeteilt noch als bei der 4-2-2-2. Weil halt eben hier habt ihr zwei ZDMs und dann sind die zwei ZOMs da vorne. Hier habt ihr einmal in der Mitte den ZDM, ne, der ja sich in die Dreierkette verwandelt, das heißt, ihr könnt zurückpassen. Dann habt ihr die zwei ZMs und dann habt ihr den ZOM und ihr habt die beiden Außenverteidiger und die beiden Stürmer. Ihr habt viel mehr Anspielstationen. Das ist mein bestes Gefühl direkt sofort, wenn ich das spüre, in die Raute und dann läuft es auf einmal top. Das war also die erste Phase nach 25 bis 30 Minuten. Diese beiden Impulse, okay? Die entscheiden, ob ihr entweder auf die oder die geht, wenn es grundsätzlich nicht läuft oder er pressert euch, dann geht ihr auf die enge Raute. So, dann geht es ins weitere Spiel, weiterer Spielverlauf. Dann seid ihr quasi schon in der engen Raute, falls er euch pressert oder in der 4-2-2-2 zum Beispiel, falls es einfach grundsätzlich nicht so läuft. Ne? Je nachdem, 4-2-2-2 oder Raute, das bleibt euch überlassen. Und dann geht es so quasi in die zweite Halbzeit rein und es läuft entweder permanent viel besser und dann spielt ihr diese Formation weiter, egal was für eine Formation das dann hier ist von den beiden. Oder ihr merkt, es läuft immer noch nicht so krass und ihr seid schon in der 55. bis 60. Spielminute. Dann, my friends, geht ihr rüber zur 4-3-2-1-Formation. Dann habt ihr noch eine weitere Formation, die wieder alles verändert, nämlich mit drei Stürmern. Ein Stürmer und den zwei gefährlichen Flügelspielern. Ne? Und das verändert wiederum alles und ihr werdet spätestens dann merken, jetzt habe ich die Lösung, jetzt ist es soweit. Ihr habt dann nämlich vier verschiedene Varianten verwendet, um die gegnerische Schwäche zu finden. Und eine von denen, das garantiere ich euch, wird eine Schwäche beim Gegner finden. Zusätzlich nutzt ihr natürlich eure Wechsel, ne, eure Spieler von der Bank, Einwechselspieler, um nochmal mehr Speed reinzubringen in das Game und bestenfalls dann schon kurz vor Ende zu führen und zu verwalten. Und apropos verwalten, ihr spielt erstmal so weiter, wenn ihr das Gefühl habt, okay, ihr führt und alles läuft. Der Gegner wird dann wahrscheinlich irgendwann offensiver stellen. Ne? Ihr wisst ja, das ist dann die letzte Phase des Meers zu überleben. Ne? Das müssen wir überleben, den letzten Wind. Und was ihr dann macht am Ende, und das ist der mögliche finale Wechsel, ist dann wieder auf die Raute zu gehen. Solltet ihr führen und der Gegner pressert euch ab der 75. bis 80., dann geht ihr wieder entweder auf die Raute und könnt das Ganze kontrollieren, weil das super gegen Pressing ist, oder ihr geht auf die 4-3-2-1, die ich euch schon mal erklärt habe, gegen Pressing. Ich habe die Formation bei meinem neuesten Taktikvideo, also das ist das allerneueste, aber das davor habe ich euch am Anfang verlinkt. Die habe ich da noch mit drin als sehr defensive Variante. Die habe ich jetzt rausgenommen, weil ich die Raute ja mit drin habe. Aber die funktioniert dann eigentlich so, dass ihr hier in dem Fall einfach die Sachen hier rausnehmt. Das heißt, ihr nehmt hier defensive Verstärken raus und ihr nehmt, da könnt ihr es vielleicht noch drin lassen, aber grundsätzlich, das Ding ist, der Schlüssel ist, ihr nehmt überall defensive Verstärken raus. Ihr gebt den beiden hier hinten bleiben wieder und ihr nehmt überall defensive Verstärken raus, damit eure Spieler weiter vorne sind. Dann habt ihr eine breite Formation, mit der ihr am allerbesten Pressing überwindet. Ich habe ein Video dazu gemacht, wie ihr das ganz genau macht. Ich verlinke euch dieses Video hier. Schaut es euch unbedingt an. Damit werdet ihr Pressing überwinden und für 1:1 Anweisungen eben das Taktikvideo anschauen, das ich euch am Anfang verlinkt habe, my friends. Das ist der Schlüssel. Dann drückt ihr einfach Start, ändert das, ne, und habt dann eben auch das letzte Funken Welle
des Gegners überlebt und bestenfalls das Spiel dann eben auch gewonnen. Das ist der Schlüssel. Das sind die ganzen Varianten. So gehe ich in jedes Spiel rein und so gehe ich auch fast aus jedem Spiel als Sieger hervor, weil ich eben die Taktiken nutze, das Mentale nutze und eben die drei Grundregeln des Mirza Miyagi. Sei wie Wasser, finde die gegnerische Schwäche und schlag eiskalt zu, my friends. That's the spirit. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video veranschaulichen, wie so meine Gedankengänge und wie meine Strategie ist in jedes einzelne Spiel, das ich gehe. Ich habe bestimmt nicht alle Fragen beantwortet, aber falls ihr, wie gesagt, noch weitere Fragen habt, in die Kommentare rein. Das Ganze mache ich ja grundsätzlich auch in meinen Livestreams. Also, falls ihr mir direkt live Fragen stellen wollt, bitte checkt meine Videobeschreibung ab, Leute. Ihr wisst ja, da findet ihr den Weg zur NGU to Glory, wo ich fünfmal die Woche streame. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Klickt einfach auf den Twitch-Link. 21 Uhr bin ich immer dabei. Ihr braucht nicht mal einen Account, gar nichts. Aber falls ihr mich, wie gesagt, fragen wollt, dann erstellt euch innerhalb von einer Minute einen Twitch-Account. Schreibt dort, hey Mirza, ich bin das erste Mal hier, ich komme von YouTube. Und ihr werdet sehen, ich interagiere mit euch und gehe genau auf eben solche Fragen ein. Jetzt sind wir aber wieder grundsätzlich am Ende des Videos hier angelangt. Wenn euch dieses Video gefallen und weitergeholfen hat, dann bitte ich um ein dickes, fettes Daumen nach oben, my friends. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Schaffen wir 4000 Likes auf dieses Video, das wäre wirklich, wirklich super, Leute. Support ist kein Mord, Basis, Unterstützung ist am Schlüssel, ich glaube, an uns alle. Abonniert diesen Kanal für mehr FIFA 21 Videos, Tipps, Tricks und Tutorials und natürlich die Glocke nicht vergessen zu aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video online kommt. Ja, Videobeschreibung gerne abchecken, ne? Da findet ihr den Weg zur NGU to Glory, zu den Livestreams und da seid ihr auch wirklich alle herzlich willkommen und nicht vergessen, die Giveaways am Anfang jedes Tutorials, wie ihr mitmachen könnt und immer eine 20€ PSN PC-Karte gewinnen, weil euer Mirza definitiv viel zurückzugeben hat für so krassen Support dieser wahnsinnigen Community. Danke an jeden Einzelnen von euch für die Liebe und für die Unterstützung. Ich weiß das so zu schätzen, Leute. Das war's für heute und wir sehen uns wie immer bei der nächsten Ausgabe. Tschüss! Bis dann!